Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part Donkey Kong Country Returns. Ja, wie man gleich schon sehen kann, ich hatte den Spiegel schon. Und ja, tatsächlich habe ich das Level auch schon gespielt. Aber, irgendwie weiß ich nicht. Es lag nicht an mir, also wie ich kommentiert habe oder so, aber ich bin mir gar nicht sicher, was da schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall war das nicht so ganz optimal alles, ne? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall muss ich mir jetzt wieder mit dem mit den Leveln rumärgern. Ich meine, ich kann es ja jetzt sowieso sagen, was so alles passiert ist, denn man sieht sowieso, wie weit ich gespielt habe und wie viel ich gespielt habe, ne? Wobei, so viel habe ich. Ah, wobei, na, ich habe auf jeden Fall ja nur ein Part noch aufgenommen gehabt. Wo ich halt auch ziemlich viel geschafft habe dann, aber ja, ich meine, es sind eh halt, sind halt hier kurze Level, ne, das ist halt so das Gute. Wow, das hat ja mal gut geklappt. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, das O sollte man so gar nicht bekommen, oder? Naja. Aber auf jeden Fall habe ich, glaube ich, 5 Level geschafft. Wir werden es ja nochmal genau gleich sehen, ja. Bin mir tatsächlich überhaupt nicht so ganz hundertprozentig sicher. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie gut ich hier alles gemacht habe. Wobei ich glaube, es läuft schon viel besser als letztes Mal, aber es ist auch eigentlich logisch. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier in das Fass reinspringe? Das geht doch auch, oder? Dann gehe ich doch einfach nur nach links. Nur ein bisschen schneller, oder? Oder ein bisschen eher. Ich habe das Level First Strike gemacht. Wow! Obwohl es war, ich glaube, es war vorgestern von mir jetzt, ne? Wo ich das aufgenommen habe, oder sogar schon 3 Tage her. Ich habe mir jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Zeit gelassen. Warum auch immer. Jetzt muss ich mal gucken, wo 5-2 ist. 4-2, meine ich. Warte, ich habe 1, 2, 3, 4. Ich habe halt alle Level geschafft, außer K und Boss. Ja, war ganz ordentlich auf jeden Fall. Wenn es so weiterläuft, kann ich vielleicht nur das K-Level schaffen. Mal schauen. Und jetzt war. Wow. Ich dachte, ich bin tot. Das war halt echt schon so wie, ich bin tot, tschüss. Tschüss, ich bin tot. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein Vorteil ist, dass ich das jetzt ja vor 2 oder 3 Tagen schon mal gespielt habe. Davon merke ich gerade nicht so viel. Musste ich hier hoch? Ja, oh, ich hasse die Stelle hier, ne? Dass ich die jetzt geschafft habe. Ich glaube beim letzten Mal auch First Try, aber ich hasse die Stelle. Checkpoint. Oh, jetzt kommt doch das N, ne? Wo man runterfallen muss gleich da. Oh. Oh, ich dachte, das ist die Stelle, wo ich einfach nur mich daran hangeln kann und einfach durch kann. Hups. War sie wohl doch nicht. Also runter hier. Zack. Oh, hier können wir jetzt einfach oben bleiben. Das werden wir auch tun, ganz ehrlich, ja. Bisschen gegenkloppen, wieso nicht? Wie so ein Verrückter. Oh, wow, ich hab's geschafft. Ich wollte sagen, leider weiß ich nicht mehr, dass G. Jetzt weiß ich's wieder. Und richtig scheiß G. Oh, ich hoffe, ich schaffe das schnell. Ich glaube, da habe ich ein bisschen länger gebraucht. Was eigentlich, wenn ich hier schüttel? Nichts, okay. Okay. Es ist einfach mal nichts. Oh. Please.
kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Please, Mann, mach doch was dagegen. Ist halt echt so. Es ist halt echt schlimm, gerade für mich, im Voraus aufzunehmen eigentlich, ne? Ist jetzt eigentlich so, dass er... Das... Oh, leck mich doch. Es ist schon so das erste Mal. Und irgendwie ist das schrecklich. Ich kann jetzt nicht mal über ein Thema reden, was... Ich glaube, es wurde... Ich weiß gar nicht, von wann das Video war. Shit. Ich glaube, das Video war von heute. Und das ist, wenn das Video kommt, schon 4 Wochen her. Mindestens 4 Wochen, ja. Ist halt echt so. Deswegen kann ich jetzt nicht mal über das Thema reden. Oh, scheiße. Schafft, nein, guck, den Sprung schafft man nicht. Gut, haben wir das auch geklärt. Ah, oh Mann, ich weiß nicht, also das Thema wird wahrscheinlich noch aktuell sein. Vielleicht ist es sogar schon geglückt. Hm. Es geht nämlich um ein Format von Ricky Mania. Es nennt sich Wer wird gebumst? Oh, und ich werde gerade richtig gebumst, Alter. Aber richtig, ne? Auf jeden Fall hat er da ja... Ne, man kann sich da halt, ja, bewerben, ne, und einfach nur ihn auf Skype schreiben, wie man auf YouTube heißt und wie alt man ist, glaube ich, sollte man schreiben und welches Spiel man machen will und was genau. Und ich habe mir dann schon so gedacht, wo ich das gesehen habe, Digga, du nimmst Tropical Freeze, Alter, du nimmst sowas von Tropical Freeze, Alter. Das Problem ist, oh Mann, das Problem ist, dass ich die Stelle nicht schaffe. Na gut. Das Problem ist, dass er halt ja eigentlich eine Liste mit, keine Ahnung, 15 Spielen hat er da halt, ne, gehabt. Da war es schon mal nicht mit drauf, ja. Wobei ich habe, also als erstes hat er gesagt, wir sollen unser Spiel schreiben, was wir machen wollen. Ne, da dachte ich, boah, ja, kann ich ja Donkey Kong nehmen. Und dann hat er davon was gelabert, dass man halt irgendwas davon nehmen soll. Und das fand ich halt irgendwie blöd. Weil, gut, ich kann es auch verstehen, logisch. Er muss sich, wenn er das Spiel nicht hat, erst noch kaufen. Was halt man auch nicht immer machen kann. Wobei das, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Ich glaube, das ist nicht mehr so ganz teuer, das Spiel, ne? Aber 30 kann das auch noch sein. Oder sogar 35, 40. Hm, man weiß es nie, ne? Auf jeden Fall wollte ich das eigentlich nehmen. Und ich denke, ich werde es ihm auch schreiben, aber so als, ja einfach, dass man dann aus Nettigkeit, kann man so sagen, dass man halt aus Nettigkeit, keine Ahnung, halt, mache ich ihm noch einen zweiten Vorschlag, der halt auf seiner Liste ist. Und das wäre Super Mario Galaxy 2. Mhm. What's up? Da wäre halt noch sowas wie Super Mario 64. Also als One-on-One, ne? Muss man das auch sagen? Jetzt sowas wie WWE, das wollte ich halt... Ich habe das Spiel erstens nicht und ich mag Wrestling auch nicht so gerne, ne? Und wenn man jetzt so die paar Sachen, die da noch drauf waren... Ah, ich bin nicht so bin nicht so der Freund davon gewesen, von den allen. Was wirklich am ehesten wäre, wäre Super Mario Galaxy 2. Also nicht der erste, ne? Ist aber ein bisschen schade, denn ich habe dieses Spiel früher nie durchgespielt. Ich habe es zwar mal gespielt, aber nie durchgespielt. Und das wäre natürlich ein Problem bei 101. Ich gegen ihn und ich kenne das Spiel nicht. Ja, eigentlich auch nicht so gut, glaube ich. Aber es ist halt die Frage. Ich habe es noch nicht Let's Play. Wollte es aber auch... ich wollte es ja machen. Eigentlich wollte ich es schon vorher machen mal. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich holz jetzt Super Mario Galaxy 1 durch, damit ich 2 Let's Playen kann. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen werde ich, denke ich mal, jetzt einfach Galaxy 2 für mich ein paar Mal durchspielen vielleicht. Und
Ja, wer weiß aber auch, ob ich überhaupt genommen werde da, ne? Ob er mich überhaupt nimmt. Wobei man muss halt bei 101 schon aufnehmen können, ja? Das können viele nicht. Ist halt so, ne? Digga, er ist nicht gesprungen. Da war Ende, Junge. Da war Ende. Und ich habe auch, viele haben in die Kommentare schon geschrieben, ja, ich kann nicht aufnehmen, ne? Ich halte mich mal lieber zurück und lass andere dran. War da auch ein Kommentar und so, ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Wie gesagt, ne? Dauert bestimmt ein bisschen, bis das Video kommt. Ja. Aber ich hoffe ja, dass er mich nimmt. Auch für Tropical Freeze auf jeden Fall. Das wäre so episch, ne? Das würde ich ja richtig feiern. Der wird ja zwar. Ja, er wird. Wenn wir mal ehrlich sind, er wird keine Chance haben. Für die, die ihn nicht kennen. Eine kleine Beschreibung wäre. Er ist schon wieder nicht gesprungen. Seht ihr, wie der da rumbuggt? Alter, wie hässlich ist das denn? Wie unfair, ne? Der zittert da kurz rum und springt dann nicht. Ja, eine kurze Beschreibung. Sein Motto oder sein. Na, nicht sein. Sein Motto ist es eigentlich auch schon geworden. Aber. Ne, er ist schlecht im Videospielen. Das sagt er halt aber auch selber von sich so aus, ne? Aber er ist halt in vielen nicht gut. Was ich so sagen kann, in Super Mario 64 finde ich ihn jetzt nicht schlecht. Aber ja. So viel dazu halt so, ne? Und, Donkey Kong ist halt sowieso ein schweres Spiel. Und da ich schon so viel Erfahrung mit dem Spiel schon gemacht habe, ne? Er würde auf jeden Fall null Chance haben, aber einfach nur um dabei zu sein. Und die anderen denken sich, die das zugucken, weil ich glaube, er würde dann auch verlinken und so. Die würden dann denken, Digga, was ist das denn für ein Faker? Ein richtiger Faker. Und vielleicht bin ich auch schon der, ich weiß nicht, wie oft das machen wird, vielleicht einmal in der Woche oder so. Vielleicht bin ich schon der Zweite und dann kommt vielleicht welche rüber und sehen das Video. Ja, Leute, ich habe ihn gebumst. Also in Tropical Freeze zumindest. Muss man mal gucken, ne? Returns würde ich sogar auch machen, da ich da jetzt auch schon ein bisschen in der Übung habe. Und ja, Super Mario Galaxy 2 werde ich wahrscheinlich für mich einfach durchspielen, ja. Ich wollte es halt so doch schon halt blind, wäre es denn ja, ne? Ich habe es früher mal gespielt, das ist schon lange her. Und vielleicht mal im Stream habe ich das mal gesehen, ja. Aber halt auch nicht so richtig, ne? Aber wenn ich das denn, weiß ich nicht, drei, vier Mal durchspiele, dass ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß auch nicht, wie er das, ob man sich das aussuchen kann, 100%, also alle Sterne. Er hat halt nur Super Mario Galaxy 2 drin gehabt und nicht daneben stehen, keine Ahnung, leck mich. Wie viel sind das? 141, glaube ich, oder 121, irgendwie so. Aber wenn er sagt, Donkey Kong Tropical Freeze wäre zu lang, ja, dann sage ich nee, auf jeden Fall nicht. 4,5 Stunden, sage ich denn mal so. Weil ich wäre halt wirklich wahrscheinlich in 4,5 Stunden durch. Er muss ja nicht durchspielen. Ne, wenn ich zu Ende bin, habe ich halt gewonnen. Muss er ja nicht zu Ende spielen. Heißt wirklich 4,5 Stunden. Und wenn man Super Mario Galaxy, ich weiß nicht, die 100, weiß ich nicht, wie viele Sterne das sind, holt. Das ist auf jeden Fall länger als 4 Stunden. Das ist auf jeden Fall länger. Also drückt mir die Daumen, dass es Tropical Freeze wird. Und ich ihn denn. Am besten noch eine PB, Alter. Am besten gebe ich ihm noch eine PB. Also eine Pe PB, eher gesagt. Hab ich PB gesagt? Ja, weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht. 4 Stunden 16 waren es, glaube ich. Am besten ist, ich besiege noch unter 4 Stunden in 100% die KSC, Alter. Das wäre der Shit, Mann. Denn würde das ja.
Der würde es ja doppelte Zerstörung sein, also. Wobei das eigentlich für ihn halt auch nicht so wichtig wäre, ob ich eine PB schaffe oder nicht. Aber naja. Ich werde auf jeden Fall alles hinschreiben. Und dann hoffen wir mal, dass ich. Ja, es muss nicht unbedingt schnell sein, ne? Aber dass ich auf jeden Fall drankomme. Ich muss mich bei diesem ein bisschen konzentrieren. Ich will das Level hier nicht verkacken. Nee, auf jeden Fall nicht. Hier weiß ich noch, hier gibt es zwei Checkpoints. Oh, wartet. Ja. Ich wollte eigentlich noch runter, aber. Hier gibt es zwei Checkpoints, einmal bevor die Riesenfledermaus noch kommt, ja. Ich kann ja trotzdem mal so in die Runde fragen, ne? Wie würdet ihr das finden, wenn ich Tropical Freeze machen würde? Richtig geil, oder? Es interessiert wahrscheinlich auch eh nur die, die auch so für Speedruns interessiert haben. 101 kann man zu Speedrun zählen, finde ich. Zumindest. Denn es ist ja, wer spielt das Spiel am schnellsten durch. Deswegen kann man das doch mit zu Speedruns zählen, würde ich sagen. Wieso nicht, ne? Halt, ist halt so, wieso nicht? War da schon. Oh, ich wollte gerade sagen, war da schon das G? Digga, schaffe ich die Fledermaus jetzt First Try? Ich schaffe sie First Try. Das habe ich beim letzten Mal nicht geschafft. Da habe ich ewig gebraucht. Aber dafür habe ich eben ewig gebraucht. Kleiner Ausgleich, würde ich sagen. Gucken wir mal drauf. 17 Minuten, okay, da muss ich noch, ja, 17 Minuten. Da muss ich noch eins machen, würde ich sagen. Wow, da habe ich tatsächlich eins mehr geschafft. Oder? 4, 5, 4, 4, 4, 2, 4, 3, ja. Eigentlich dumm, ey, jetzt musste ich das nochmal spielen, ey. Shit. Aber pieksende Preziosen war was? Ah, das war das. Ah ja, ich erinnere mich. Oh mein Gott, wie soll ich das Level schaffen? Jetzt mal im Ernst, ne? Wie soll man manche K-Level wirklich schaffen? Es ist möglich, ja, natürlich. Ich meine, ich werde es irgendwann wahrscheinlich auch schaffen. Aber. Digga, wie lange ich jetzt an diesem Level sitzen. Ich kann das nicht. Ich werde auf jeden Fall nicht alle Versuche drin lassen, das steht schon mal fest. Außer ich schaff's wirklich jetzt. Ziemlich schnell. Hä, ist der nicht eben andersrum gegangen? Ja, hab ich auch schon gesehen, dass der. Ah, scheiße, sage ich nur dazu. Ah, hier ist so ein Geduldslevel halt, ne? Ist halt echt ein Geduldslevel. Ich weiß nicht, ob man das schafft. Wie lange sind die draußen? Es ist ein Sprung, oder? Wir probieren es mal aus. Ach, auf jeden Fall. Ja, gut. Man muss halt gut timen, ne? Aber ich konnte gerade halt nicht nach links rüberspringen. War ein bisschen schlecht. Weil das Teil gerade oben war, ne? Auf der rechten Seite. Und dann konnte ich nicht von rechts rüberspringen. Jetzt wäre gut gewesen. Wobei hier habe ich auch mehr Zeit und ich. Oh Gott, das wollte ich nicht. Pusten wir das mal weg. Warum nicht? Komm. Ich wollte gerade sagen, ja, gerade dann kommt's raus. Wieso nicht? So, hier können wir jetzt unendlich warten, so wie ich Bock habe. Und das wäre jetzt perfekt. Und dann geht der gerade weg. Geht gerade weg, die Scheiße. So, hier machen wir so, damit wir hier rüberkommen.
Wie kann man nur so Pech haben? Weil du wisst ihr, da machen wir das auch anders. Wir machen mal ein bisschen Dampf jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, ey. Und dann ist alles klar und dann ist das. Wahrscheinlich. Hey, schnell ausreißen! Oh Gott, das ist so knapp, ne? Oh, okay, das schaffe ich nicht. Ne, das schaffe ich nicht. Das riskiere ich jetzt auch nicht. Bis hier kann ich schnell machen. Danach lassen wir das mal. Aber ist ja trotzdem schon eine starke Sache, ne? Nein, ey, weh. Ich muss da springen, Alter. Ich sehe, es wird immer knapper, habe ich das Gefühl. Es wird einfach immer knapper. Ah, oh Mann, ey, so ätzende Scheiße hier einfach nur. Auch gar nicht schlecht, den Sprung da so zu machen. Nein, nein, komm. Bitte nicht, nein. Springen wir lieber so hin. So komme ich halt wenigstens ein bisschen weiter. Oh, so richtig ekelhaft. Ich hasse die so ohne Stellen, ey. Oh Mann. Kam hier schon. Ja, wir waren auch schon so ein Teil da. Was sollte ich machen? Einfach nur Pech. So, Leute, ich bin auf diesem Teil hier. So, jetzt warten wir. Springen darüber und warten auf den anderen Spacken. Wo ist denn der? Da. Und da kommt der gleich nochmal. Ich glaube, es geht los, Alter. Ich glaube, hier bin ich gestorben, ne? Ja, hier bin ich auf jeden Fall gestorben. Und dies habe ich erstmal geschafft. Oh, der Sprung war so eklig. Weil der so ein Minisprung musste man da ja machen. Genau wie hier, Alter. Richtig miese Minisprünge hier. Oh, bin nicht gestorben, Alter. Ist ja ein Wunder. So, jetzt ist es perfekto. Oh, ist ja schnell. Hier ist Ende. Nicht, hier ist nicht Ende. Ich wollte gerade sagen, das ist die Endplattform, aber nö, ist es nicht. Ach stimmt, da kommt noch die große, ne? Die kommt doch hier nach jetzt. Oder? Och, ja, genau, die meine ich. Nicht sterben. Nicht sterben, bitte. Ich habe Angst zu springen, ja. Ich habe richtig Angst zu springen gerade. Ende! Ja! Oh mein Gott! Alter. Ich glaube, ich bin fertig mit der Welt. Und jetzt noch der Boss, Alter. Genau. Oh, was? Aber der Boss kommt zum Glück erst im nächsten Part. Shit. Können wir mal drauf vorbereiten. So seelisch und so, ne? Auf jeden Fall bedanke ich mich denn jetzt hier fürs Zuschauen. Wir haben tatsächlich 6 Level geschafft, was ziemlich cool ist. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen.
Würde mich sehr über eine Bewertung freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.